So, der Auszug aus Ägypten und es sind wieder ein paar Plätze frei. Weggegangen, Platz vergangen. Also ihr dürft gerne nach vorne kommen. Die Kinder werden nachher hier einen Logenplatz bekommen. Vor etlichen Jahren habe ich einen Tauchkurs gemacht. Also nicht nur einen sondern einen Tauchkurs. Das war ein Kindheitstraum von mir. Mit Taucherbrille und Sauerstoffflasche die Unterwasserwelt zu entdecken. Am Ende dieses Kurses gibt es eine Prüfung und eine Person, die als Neptun verkleidet ist, bringt ein Gefäß mit Schnaps, zum Beispiel eine Taucherbrille. Und dann hat der frisch, wie sagt man, Absolvent, hat dann die Aufgabe, mit dem Schnorchel den Schnaps aus diesem Gefäß zu trinken. Und das nennt man dann eine Taufe. Ist das eine Taufe? Wenn ein Schiff fertig gebaut wird, nimmt man eine Flasche Sekt und wirft sie gegen den Rumpf. Und das Schiff bekommt einen Namen, zum Beispiel Aurelia. Und dann kommt ein Spruch, zum Beispiel, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das ist dann eine Taufe. Ist das eine Taufe? Wenn ein Kind geboren wird, wird es kurz danach in die Kirche getragen und ein Mann in Talar gibt ein paar Tropfen Wasser auf den Kopf des Kindes. Das Kind bekommt einen Namen. Und in dem Moment wird das Kind Christ. Je nach Kirche, katholischer oder evangelischer Christ. Und 14 Jahre später wird es gefragt, ob es damit einverstanden gewesen ist. Das nennt man eine Taufe. Ist das eine Taufe? Was ist eigentlich eine Taufe? Mir fällt auf bei dem Taucher, die Geschichte mit dem Taucher. Bei dem Schiff und bei dem neugeborenen Kind gibt es etwas gemeinsam. Ein Lebensabschnitt ist zu Ende und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Der Taucher kann nach dieser Taufe, darf er alleine die Unterwasserwelt entdecken, ohne den Lehrer. Und das Schiff geht nach der Taufe auf große Fahrt. Und das Baby bekommt einen Namen und fängt an, sich zu entwickeln, sichtbar sich zu entwickeln. Ein Abschnitt ist zu Ende, ein nächster beginnt. In allen drei Fällen ist ja die Taufe ein Symbol für etwas Tieferes. Und in allen drei Fällen ist die Taufe etwas, was Anlass gibt, sich zu freuen. Die Taufe ist also eine Zäsur. Ich lasse etwas hinter mir und etwas Neues beginnt jetzt. Was also ist denn jetzt nun eine Taufe? Vor 2 Jahren gab es auch hier in Euskirchen und Umgebung eine Flut. Viele Keller wurden voll Wasser und Schlamm. Bei vielen ist Strom ausgefallen, Telefon, bei manchen für Wochen. In der Flut haben sich viele Nachbarn gegenseitig geholfen, zum Teil sogar mit Energieversorgung, mit Strom, damit der Kühlschrank weiter betrieben werden konnte oder das Handy aufgeladen werden konnte. Ich kann mich erinnern, als ich unterwegs war, kam ich in eine Straße, in der die Straße eine Grenze war. Auf der einen Seite war Strom, auf der anderen Seite nicht. Und ich habe mitbekommen, wie ein Nachbar seinen Nachbarn gegenüber ansprach und fragte: Sag mal, kannst du mir ein Stromkabel rüberlegen, damit ich meinen Kühlschrank betreiben kann und mein Handy aufladen kann, vielleicht meinen Kaffee kochen kann? Nur so das Wichtigste. Und die beiden, die sich unterhalten haben, waren seit über 25 Jahren gut befreundet, haben sich immer gegenseitig geholfen. Wenn der eine im Urlaub war, hat der andere die Blumen versorgt, den Briefkasten geleert. Sie haben füreinander eingekauft, wenn einer krank war. Und sie haben miteinander Gartenfeste gefeiert.
Und er fragte, kannst du mir vielleicht einfach ein Stromkabel rüberlegen? Und der Nachbar sagt, nein, mache ich nicht. Nein, das Kabel könnte ja nass werden, dann gibt es einen Kurzschluss. Oder jemand anders könnte den Strom ja klauen. Das mache ich nicht. Genau. Und der Nachbar, der gefragt hat, das gibt's doch gar nicht. Und war so enttäuscht und geknickt, hat in dem Moment die Freundschaft aufgekündigt. Und das gilt bis heute, 2 Jahre später. Die reden kein Wort miteinander. Beide sind über 80 Jahre alt. Der Nachbar, der gefragt hat, hat das als ein Unrecht empfunden, dass ihm in der Not, wo er keinen Strom hatte, nicht geholfen wurde. Obwohl der Freund hätte helfen können. Wie gemein, sagt er. Jetzt hätte er entscheiden können, das war gemein. Aber ich vergebe. Ich verzichte, weiter sauer zu sein. Ich verzichte darauf, überall zu erzählen, wie schlecht dieser Nachbar ist. Weil er ja eigentlich doch mein Freund ist. Hätte er. Hat er aber nicht. Hat nicht vergeben. Und er ist dabei geblieben, das Unrecht war viel zu groß, als dass ich das vergeben kann. Auch 2 Jahre später noch. Vielleicht sagst du, was für eine Lappalie. Das wäre doch an der Stelle wirklich einfach gewesen zu vergeben. Aber vielleicht gibt es ja andere Dinge, wo du sagst, das finde ich schwer zu vergeben. Vielleicht der Kollege, der dich bloßgestellt hat oder jemand, der deine Gutmütigkeit ausgenutzt hat. Wie gemein. Und das tut weh und macht wütend. Und du empfindest, das war jetzt aber keine Kleinigkeit. Die Bibel greift Geschichten aus dem Leben auf, so mitten aus dem Leben. Da ist zum Beispiel ein junger Mann, der sich auch schlecht behandelt gefühlt hat. Wir kennen gar nicht die Details, aber er kommt zu Jesus und dann sagt er am Ende, als er die Geschichte erzählt hat, und das war so gemein. Und Jesus hört gut zu und sagt, okay, habe ich das jetzt so angehört und wie geht es dir denn jetzt damit? Geht es dir damit gut? Und der Mann sagt, nein, mir geht es überhaupt nicht gut damit. Ich kann an nichts anderes denken. Das ist so gemein. Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn du willst, dass es dir besser geht, dann lade ich dich ein zu vergeben. Und dann sagt der junge Mann, das ist aber schwer. Und dann fragt Jesus ihn, ist dir eigentlich schon mal vergeben worden? Da sagt der Mann, muss ich aber eine ganze Weile drüber nachdenken. Naja, vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Aber um das bloß nicht in den falschen Hals zu kriegen, was mir jetzt gerade angetan wurde, das ist viel, viel schlimmer. Und Jesus sagt, du irrst. Du irrst. Denk doch nur mal daran, was du Gott angetan hast. Und der junge Mann sagt, wie bitte? Komm mir bloß jetzt damit nicht. Ich habe keinem was zuleide getan und Gott schon gar nicht. Was ist denn das bitte schön für eine Unterstellung? Und Jesus sagt, pass mal auf, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Jesus hat ja viele Geschichten erzählt. Und der junge Mann sagt, ja, da bin ich ja mal gespannt. Und da steigen wir jetzt ein in den Bibeltext, Matthäus 18, Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester eigentlich vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Irgendwann ist auch mal genug. Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Oder es gibt auch andere Übersetzungen, 7-mal, 70-mal, also unendlich. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Also ich unterbreche mal kurz die Geschichte. Jesus erzählt hier ja eine Geschichte, eine erfundene Geschichte, eine ausgedachte Geschichte, ein Bild, und in diesem Bild ist, oder König ist in dieser Geschichte ein Bild auf Gott. Und der Verwalter, der hier, von dem Jesus erzählt, ist ein Bild auf einen Mensch, der gegen Gott gesündigt hat.
So, mit diesem gehen wir nochmal rein. Mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, ein Bild auf Gott, der mit seinen Verwaltern, ein Mensch, abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Jetzt gehe ich noch einmal kurz rein. Jesus erzählt die Geschichte und hat sie sich ausgedacht. Und er definiert, bewertet in dieser Geschichte die Höhe der Schuld. Das ist kein Zufall, dass Jesus von einem Millionenbetrag hier redet, den er festlegt und sagt, die Sünde gegen Gott ist eine sehr hohe Schuld. Mit Gottes himmlischen Reich ist es wie bei einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Ein vergleichsweise kleiner Betrag, sagt Jesus hier. Auch hier, Jesus bewertet das. Was ist groß, was ist klein? Nicht der Mann. Und Jesus sagt, eigentlich im Vergleich dazu ist das doch relativ wenig. Das heißt, Jesus sagt, die Sünde gegen Gott ist viel mehr als das Unrecht, das unter Menschen geschehen kann. Vielleicht gar nicht so einfach, sich das so anzuhören, zu ertragen. Gehen wir mal weiter. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art, sagt Jesus, wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Also die Zuhörer damals, als sie die Geschichte von Jesus gehört haben, die gehen in der Geschichte mit und sagen, das ist ungeheuerlich, wie die sich der Verwalter verhält. Das gibt es ja nicht. Und sie gehen deswegen mit, weil Jesus die Höhe der Schuld bewertet hat. Und mit dieser Bewertung gehen sie mit. Das war doch viel weniger, was er an Schulden offen hatte, was ihm zurückgezahlt hätte werden müssen. Das wäre doch so einfach gewesen zu vergeben, wenn ihm so viel selbst vergeben worden ist. Also die Geschichte steht ja im Zusammenhang mit der Frage von Petrus, wie oft man vergeben muss, soll, darf, kann. Und Jesus sagt, Petrus, mein Freund, immer wieder, jeden Tag und von Herzen. Aber Jesus drückt für mich in der Geschichte auch aus, meine Schuld gegenüber Gott, die ist viel größer als die Schuld von anderen an mir. Das ist vielleicht schwer verdaulich für dich zu hören. Aber Jesus gestattet sich, das einmal so zu bewerten. Es gibt auch noch eine andere Geschichte von Jesus, die in diese Kerbe geht. Lukas berichtet von einem Abendessen, Grillparty abends, die Grillen zirpen, Lampignons sind an. Es riecht nach gegrilltem Steak und Bratwurst.
Jesus und die Jünger sind eingeladen, Stimmung ist gut, ein Glas Wein. Und plötzlich kommt über die Veranda, zur Veranda über den Gartenzaun, ein ungebetener Gast vorbei. Eine stadtbekannte Prostituierte, die sich bekehrt hatte. Und sie kommt in diese Party, während vielleicht auch ein bisschen schon angeheitert gesungen wird. Und sie massiert die Füße von Jesus mit Salböl. Das muss ein Vermögen wert gewesen sein, diese Salböl. Und Jesus erkennt in dem, was sie tut, die Herzenshaltung dieser Frau. Sie tut es aus großer Liebe, weil ihr klar geworden ist, das ist Jesus, Gottes Sohn, und mir ist viel vergeben worden. Jesus sagt dann in Lukas 7, Vers 47 an dieser Stelle, deswegen sage ich zu dir, und damit spricht er den Gastgeber, den Pharisäer an, der ihm wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Er sagt, Jesus sagt, ich sage zu dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, so wie dir scheinbar, der liebt wenig. Du hast mich nicht mal ansatzweise richtig begründet. Dir ist wahrscheinlich nicht so viel vergeben worden. Ich höre da auch einen Hauch Ironie raus von Jesus, liebevolle Ironie. Naja, da war ja auch gar nicht so viel. Mit anderen Worten, Jesus sagt, mein Freund, Gastgeber, Pharisäer, du hältst wohl deine eigene Schuld vor Gott für sehr gering. Aber die Frau weiß um die Höhe ihrer Schuld. Und sie weiß, dass die Schuld, die ihr angetan worden ist, nicht so groß ist wie die Schuld, die sie Gott angetan hat. Und wir können uns lebhaft vorstellen, dass der Frau eine Menge Dinge passiert sind, die nicht sehr schön waren. Als Prostituierte ein Freier, der nicht bezahlt, geschlagen, verlacht, aus der Familie ausgestoßen. Wenn sie einkaufen geht, sagen, guck mal hier, die Prostituierte. Und selbst hier, als sie zu Jesus kommt, werden einige die Nase gerümpft haben. Diese Frau hat mit Sicherheit sehr viel Verletzung erlebt, viel Unrecht. Und sie hätte auch sagen können, und Jesus, jetzt siehst du mal ein gutes Beispiel, ich bin hier, das ganze fromme Volk und alle gucken mich schief an. Ich werde ständig gemobbt. Was für eine Ungerechtigkeit. Tut sie nicht. Nein. Sie sagt, die Schuld, die ich vor Gott getan habe, ist viel mehr als das, was mir angetan worden ist. Und da gab es Verletztes und Verletzliches dabei. Und damit komme ich auf die Frage vom Anfang zurück, wo der junge Mann zu Jesus sagt, was soll das denn bitte schön? Was habe ich denn schon Gott groß angetan? Was willst du mir denn da unterstellen? C.S. Lewis, der einen Lehrstuhl in Oxford und Cambridge hatte, Schriftsteller der Chroniken von Narnia, befreundet mit Tolkien, hat ihn inspiriert, Herr der Ringe zu veröffentlichen. Er sagte einmal, das Schlimmste, was wir Gott angetan haben, ist ihn in Ruhe zu lassen. Das Schlimmste, was wir Gott angetan haben, ist ihn in Ruhe zu lassen. Auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir, wie Gott alle Register für den Menschen zieht. Ein strahlend blauer Himmel, Delfine im Meer, Sonnenuntergang in den Bergen, Sterne am Firmament. Gott zieht alle Register, um dem Mensch seine Liebe zu zeigen. Und Adam verkauft seine Seele einem Gaukler, der ihm das Blaue vom Himmel verspricht, aber nicht einhält und der ihn belügt und betrügt. Und ein Riss kommt zwischen Mensch und Gott. Und der Gesprächsfaden ist abgerissen und die Gebete gehen bis zur Decke. Vielleicht kennst du das. Und im Neuen Testament sehen wir, wie Gott sich erbarmt. Und er bietet dem Mensch an, ihn zu befreien aus den Klauen dieses Gauklers. Und der Preis ist hoch, es ist der Tod am Kreuz. Und manche nehmen das nicht an, diesen Schritt, den Gott auf den Menschen zugeht. Und dazu sagt Jesus, die größte Schuld ist genau das, oder um es mit C.S. Lewis auszudrücken, das Schlimmste, was wir Gott angetan haben, ist ihn in Ruhe zu lassen. Und andere nehmen das Angebot an und finden zurück zu einer lebendigen, vertrauten Beziehung zu Gott wie zu einem Vater. Und sagen, jetzt fängt mein Leben an. Und als Zeichen, dass es jetzt anfängt und mein Leben ohne Gott vorbei ist, ertränke ich mein altes Leben
im Wasser, bis nichts mehr rausguckt, bis keine Luftblase mehr aufsteigt, mausetot. Deswegen haben unsere Täuflinge auch Leichenhemden an, ne? Tot. Ich drücke euch so lange runter, bis keine Luftblase mehr rauskommt. Tot. Und deswegen, ich ertränke mein altes Leben im Wasser. Aber die gute Nachricht ist, ja, Schock hat sich gelegt, gute Nachricht ist, es fängt ein neues Leben an. Mit Gott. Mit Gott wie mit einem Freund oder Vater. Und es entsteht etwas Neues. Und das, glaube ich, ist Taufe. Und dafür ist die Taufe ein Symbol. Das passiert nicht hier, das ist schon längst passiert. Deswegen ist ja vom Segen in die Taufe, der Segen ist ja schon da gewesen und geht weiter. Aber das feiern wir in der Taufe, was passiert ist. Markus 16, Vers 16 sagt Jesus, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Was für eine Anmaßung, gerettet. Ja, so schlimm war es nur auch wieder nicht. Jesus sagt Rettung. Es geht um mehr als ein mehr oder weniger sinnfreies Ritual. Das griechische Wort für retten ist ja sozo und das heißt retten, gesund machen, wiederherstellen oder auch heilen. All das steckt mit drin. Also das heißt, wir könnten das auch so übersetzen, wer sich ganz Jesus anvertraut und auf der Grundlage dieser getroffenen Entscheidung sich taufen lässt, der wird an seiner Seele gesund. Dessen Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Und ich erlebe als Pastor immer wieder, es ist etwas Wunderschönes, Unbeschreibliches, Einzigartiges, wenn ein Mensch zu Gott zurückfindet, nach Hause kommt, zu Gott, dem Vater. Was für ein Segen! Und aus diesem Segen, den ihr erlebt habt, geht es heute in die Taufe. Vom Segen in die Taufe. Und das werden wir gleich ganz anschaulich sehen.